Heute geht es um das Erstarren einer eutektischen Schmelze. Zuerst einmal, was ist ein Eutektikum? Ein Eutektikum ist ein invarianter Punkt, das heißt, es gibt keine Freiheitsgrade. Das Eutektikum ist außerdem das Minimum der Liquiduslinie. Dies hier ist die Liquiduslinie eines Schmelzdiagramms und das hier ist das Eutektikum, das Minimum. Das Eutektikum ist außerdem eine V-förmige Struktur im Schmelzdiagramm. Wie man hier sieht, ist eine V-förmige Struktur und nicht etwa eine dachförmige Struktur. Dies wäre dann ein Peritektikum. Eine eutektische Schmelze zerfällt ab einer gewissen Temperatur in zwei feste Phasen. Ab diesem Punkt zerfällt die Schmelze in zwei feste Phasen, und zwar in Stoff A und Stoff B. Die Eutektikale ist die Konode am Eutektikum. Diese Linie hier. Sie grenzt an der einen Seite zur Soliduslinie des Stoffes B und an der anderen Seite zur Soliduslinie des Stoffes A. Eine Flüssigphase mit Flortemperatur ist nicht mehr homogen stabil und zerfällt dann in zwei feste Phasen. Oberhalb des Eutektikums ist die Reaktion exergonisch und unterhalb ist sie endergonisch. Kommen wir zu den Antwortmöglichkeiten. Beim Erstarren einer eutektischen Schmelze, A, bleibt die Temperatur konstant. Das ist richtig. Eine eutektische Schmelze erstarrt wie ein reiner Stoff bei einer konstanten Temperatur. Die Abkühlkurve zeigt also einen Haltepunkt. Dazu kommen wir noch später. Beim Erstarren einer eutektischen Schmelze, B, bleibt die Zusammensetzung der Schmelze konstant. Das ist auch richtig. Da es während des Erstarrens nur eine Konode gibt, nämlich die Eutektikale, ist die Zusammensetzung aller Phasen konstant und kann nach dem Hubble-Gesetz ermittelt werden. Darauf gehen wir hier nicht ein, das würde zu lange dauern. Hier noch einmal die Eutektikale. Beim Erstarren einer eutektischen Schmelze, C, entsteht eine feste Phase. Dies ist falsch. Es entstehen nämlich zwei feste Phasen. Wie ich eben schon gesagt hatte, ab diesem Punkt zerfällt die Schmelze in zwei feste Phasen. Die liegen jedoch nicht als Klumpen vor, sondern als eine eutektische Matrix. Dies ist ein feines heterogenes Gemenge der Stoffe und hat oft eine lamellare Struktur, wie man auf dieser Abbildung hier sehen kann. Beim Erstarren einer eutektischen Schmelze, D, zeigt die Abkühlkurve einen Haltepunkt. Dies ist richtig. Eutektische Reaktionen laufen nach dem Schema ab. Die Flüssigkeit zerfällt in Feststoff 1 und Feststoff 2 und diese Reaktion kann rückgängig gemacht werden, nämlich durch Erhitzen, sodass wieder Schmelze entsteht. Der eutektische Punkt ist ein invarianter Punkt. Das System hat keinen Freiheitsgrad. Die Temperatur muss also konstant bleiben, wie man auf dieser Abbildung sieht. Hier ist unser Schmelzdiagramm mit unserem Eutektikum, hier rot umrandet. Und hier ist unsere Abkühlkurve, die hier einen Knick hat, wo die Temperatur konstant bleibt. Jetzt zur Zusammenfassung. Beim Erstarren einer eutektischen Schmelze, A, bleibt die Temperatur konstant, das ist richtig. B, bleibt die Zusammensetzung der Schmelze konstant, das ist auch richtig. C, entsteht eine feste Phase, das ist falsch, es entstehen zwei feste Phasen bzw. eine eutektische Matrix. Und D zeigt die Abkühlkurve einen Haltepunkt. Das ist richtig.